Axel Schulz, warum hat der eigentlich immer eine Baseballkappe auf? Der hat doch als Sonnenschutz seine Augenbrauen. Sensation! Ex-Nicht-Boxweltmeister Axel Schulz plant sein Comeback auf den Ringboden. Dort hatte er seine Karriere vor 7 Jahren nach einer Niederlage gegen einen dieser Klitschkos auch beendet. Ein Arzt gab Schulz jetzt allerdings grünes Licht für das Comeback. Und sein Manager Wolfram Köhler erklärte, Axel sei so fit wie nie. Na hoffentlich, 12 Runden lang weglaufen ist anstrengend. Tja, falls die Gegner den Optimismus des Managers aber nicht teilen und Axel Schulz im Ring dann weder bei 9 noch bei 90 aufsteht, dann sollte sich der Manager mal schleunigst bei CasketCreations.com umschauen. Denn wenn man schon liegen bleibt, dann doch wenigstens mit Stil. Zum Beispiel im liebevoll gebastelten Trucksack. Darin kann man sich ganz individuell auf sein Comeback am jüngsten Tag vorbereiten. Also bitte einsteigen und dann ab in die Tiefgarage. Für Motorradfahrer gibt es bei Casket Creations natürlich auch die passenden Särge. Aber vielleicht können Sie diese Investition ja noch etwas hinauszögern. Indem Sie erstens nicht auf einem Rad überholen und zweitens einen Helm kaufen. Und den können Sie dann ja auch etwas aufhübschen. So etwa. Oder vielleicht etwas weniger zahm? Die linke Spur dürfte jedenfalls Ihnen gehören. Nur nicht wundern, wenn Sie dann am Drive-In nicht bedient werden. Obwohl eigentlich können Sie sich den Helm auch ganz sparen, denn der Straßenverkehr wird in Zukunft sowieso viel sicherer. Nämlich durch computergestützte Verkehrsführung. Und wie sowas dann aussieht, können Sie in dieser Simulation sehen. Und das dann noch mit Fußgängern. Dann bin ich beeindruckt. Übrigens wird dieses System schon seit Jahren erfolgreich in Indien eingesetzt. Tja, die Inder verstehen halt was von Computern. Okay, und jetzt, wo Sie wissen, wie Autofahren geht, genießen Sie das tolle Wetter. Fahren Sie raus an den Baggersee. Nein, nein, nicht mit dem Fahrrad. Den Kofferraum brauchen Sie nämlich für den Six Flags Banzai Falls Mega Racer. Die aufblasbare Riesenwasserrutsche. Ja klar sind Sie zu alt für sowas, aber das ist doch nur, um die Kinder abzulenken. Und wenn einer der Jungs dann nicht aufpasst, dann springen Sie schnell in sein Water Cannon Boat. Also feuerfrei und als erstes mal die Surfer vom Brett schießen. So, nach so viel Aufregung sollten Sie dann aber mal etwas entspannen. Legen Sie sich in die Sonne und lesen Sie ein Buch. Am besten Dracula, Peter Pan oder Sherlock Holmes. Davon bekommt man nämlich keine Kreuzschmerzen. Also vorausgesetzt, Sie kaufen die Bücher als Bad Book, denn Bad Books sind querbedruckt. So können Sie zum Beispiel auch ganz bequem seitlich liegend lesen, wie diese tolle Zeichnung eindrucksvoll zeigt. Okay, und wer findet jetzt den Bettfernseher? Was übrigens ganz wichtig ist, wenn Sie so den ganzen Tag in der Sonne liegen, viel trinken und ruhig ab und zu auch mal Wasser. Und da man bei so einem Badesee nie genau weiß, wie hoch der Wasseranteil an der Flüssigkeit ist, fragen Sie mal Ihren Hund, ob er Ihnen was abgibt. Von seinem leckeren K9 Hundewasser. Das ist mit Vitaminen angereichert und erhältlich in den Geschmacksvarianten Rindfleisch, Hühnchen, Lamm und Leber. An was die Natur alles nicht denkt. Bitte? Das ist Ihnen zu teuer, das Wasser? Sind Sie überhaupt geeignet, ein Haustier zu halten? Wissen Sie nicht? Dann gehen Sie mal ganz schnell auf die Seite hier und machen Sie den Puppy-Test. Der sagt Ihnen das ganz genau. Ach ja, jetzt, wo die Badesaison eröffnet ist, sollten Sie natürlich auch darauf achten, dass Sie gut aussehen im Bikini. Ja, steht Ihnen wirklich gut. Aber ich meinte eigentlich die Frauen. Und auch die sollten es mit den Diäten nicht übertreiben. Ab und zu braucht der Körper einfach Nahrung. Und hier noch unsere Spieletipps. Monopoly, Halma und 4 gewinnt. Aber wenn Sie die Schachteln gerade nicht finden, spielen Sie einfach die hier. Die machen auch Spaß. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss. Leber schmeckt aber besser.